glaube ich, gemacht. Wir steigen im Befund. Steht Rektorzele, das heißt dann deutlich größer, sonst hätten wir klein beschrieben. Zum Schluss. Und wir beide Shepherds Kraul und mein Name ist Vogtsberger. Ja, ja, unten präziziert werden kann. Und dann braucht man so mehrere Geräte halt, je nach Größe des Prolaps. Stapelt man sich dann im Grunde genommen bis zu diesem Punkt, bis zu dieser Naht, wo man seinen Einstieg gefunden hat. Entfernt das Gewebe, immer histologisch aufgearbeitet, wir haben es enorm, deswegen hatte ich das vorhin nochmal angesprochen. Ja, und eine machen wir mit einer Testsonde. Beschrieben in der Literatur, dass man die mitfassen kann. Flüssigen Stuhl und festen Stuhl circa einmal die Woche. Also hier ist es schon ganz anders. Oder zur Markierung, wo ich wieder ankommen möchte, wird so ein Faden gesetzt, dann kann man auch darauf verzichten. Genau ist im Grunde genommen in der Diagnostik, wie diese Analmanometrie, aber eine Verschlussinsuffizienz. Die Patientin hat Operationen durchzuführen, sondern also auch mal solche Rezidivsituationen durchführen. Und als letzte Patientin auch noch eine bereits Fall für die operative Inkontinenzsanierung. Und das oder gynäkologischen und onkologischen Experten hier in der Gegend, die ich von Dezember 88 bis 2008 horizontale Os-Pubis-Anteil, Os-Pubis, hier das sind Füße und hier sehen Sie die Uretra und das ist der Blasenhals. Und hier sehen Sie wunderschön, ich halte die Blase hier weg, die Sie ja, sehen im Ultraschall, sehen Sie es auch, aber Sie können sie nicht in einer so wunderschönen Form reproduzieren. Macht niemand mehr, wie haben Sie das gemacht, weil ich ja mit dem Röntgen und mit allen in guter Beziehung war. Ich habe gesagt, gut, ich mache es und natürlich passiert. Und für uns ist halt das Wort Zystozele dann auch der restliche Teil mit den entsprechenden Quantifizierungsmöglichkeiten und den Hilfslinien, den werde ich morgen nochmal intensiver darstellen. Wichtig ist, Symphyse in der ein Schnitt nur unter der Uretra, 2 cm lang. 2 cm lang. Mehr brauchen wir nicht. Ne? 2 cm lang. Aus. Jetzt gehe ich eine große Nadel mit einer dicken, Faden. Große Nadel. Stoßen sich eben nicht mehr ab. Das ist wie eine tiefe Anastomose. Das Schöne hier dran ist und deswegen bei großen Befunden manchmal von Vorteil, dass man eben mehr Arbeitsplatz hat, ja, und dass man auch vordefinieren kann, dass man ein bisschen die Hand frei kriegt.
Anfang ganz häufig das Loch genommen, hatten wir aber ein bisschen so Frühstenosen, wo wir dann gedacht haben, und wahrscheinlich war es auch so, dass wir einfach zu viel resiziert haben bei zu wenig Befund und dadurch so ein bisschen Spannung drauf gebracht. Und seit wir das nicht mehr machen, ist das auch fast weg. Ich behandle nicht den inneren Rektumprolaps, ich behandle hier den anales Lifting. Ich mache am Rektum nichts, wo ich oben einen Knoten, sodass wie so ein Ziehharmonika besteht und so ein anales Lifting. Fest. Ja, aber A und O ist die Sprechstunde. Das ist der Popinski aus Wien, ne? Der Tischer. Ne? So, jetzt machen wir bitte das Messer. So, und dann die Körperschere bitte. Einfach nur bitte so gut sein, das so halten. Und hier mal. So, schön die Spitze betonen. Schon die Spitze betonen und nochmal tupfen. Die Klemme ohne Fragen dran. Gut. Kann man auch nennen. Und dann hält das Rektum auch ein bisschen. Man kann es an sich gut sehen, die Fäden, wie sich durch das Ligament gehen. Ne? So. Nicht wissen, wie sich das ausweitet, ob wir auch was groß lösen müssen. Gab es auch schon, dass die Laparoskopie 2 Stunden gedauert hat. Ich habe so viele Assistenten, weil so viele. Können wir mal auf tief stellen? Das ist kein Riesenaufwand. Ja, das ist aber auch parallel schon. Ist das die Symphyse? Ja. Da ist es hier, das ist der mediale Schnitt durch die Radikale. Ja. Wir machen jetzt eine faire Inzision. Und die Symphyse, wer hat die Symphyse? Ich muss das alles adjustieren da oben. Keine Seite, große Seite. Einen nach oben, einen nach unten. Noch einen bitte. Thank you.
ein Holz geschnitzt. Gleich kommt's raus. Langsam, langsam. Jawohl. Langsam, langsam. 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 Wasserverschluss von 23. Mhm. Ja. Gesogen. Hoch. Das ist Strom. Okay, das ist gesogen. Und dann habe ich noch mal. So, jetzt brauchen wir mal den Kreis.